So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Dieses Video wird sich ausschließlich um Gold, Silber, ein klein wenig um die Minen handeln. War ja auch schon letzte Woche der Schwerpunkt und wird vermutlich auch diese Woche jeden Tag natürlich besprochen werden. Fangen wir diesmal mit Gold an. Habe ich Gold in Wochenchart mitgebracht, hier ist exakt am EMA 200 abgeprallt und Unterkante auch des Rainbows trifft hier auf den Kurs. Soweit, so gut hier erstmal der Wochenchart. Hier kann man den schon als bullisch noch einstufen. So, dann kommen wir in Tageschart. Hier von dieser Bewegung würde jetzt ein Fibonacci erreicht und dort prallt es nahezu hier exakt davon ab. Ist also, obwohl hier der EMA 200 nach unten verlassen worden ist, natürlich auch deutlich, doch plus Fibonacci-Treffen, plus ja, Doji-Umkehrkerze, auf solch eine Situation haben die Bullen vielleicht gewartet, um gleich zu Wochenbeginn den Kurs nach oben zu treiben. Hier wäre jetzt erstmal die Unterkante zu nennen, etwa bei 1280, vielleicht 84, sowas rum. Und bei 88 würde ein weiteres Fibonacci treffen oder eben am EMA 200. Also hier gibt es wieder relativ gute Anlaufpunkte oder Situationen, wo dann die Märkte entscheiden, ob es hoch oder runter geht. Also, okay, kommen wir erstmal zum vierten Chart, also zum dritten Chart, im 4-Stunden-Chart. Der ist jetzt hier erstmal eher bärisch noch einzustufen, obwohl hier natürlich eine, ja, Hammerkerze da ist. Ja, keine ideale oder mustergültige. Allerdings bleibt der Kurs hier unter dem Rainbow noch. Hier gibt es klar alles, was über 1250 ist, kann man im 4-Stunden-Chart als antizyklischen Kauf einstufen. Und sonst gibt es erstmal hier nicht viel zu sagen. Trendfolgesignale oder sonstiges gibt es hier natürlich noch gar nicht. Bei weitem nicht. Dann kommen wir zum Stundenchart. Hier ist mit, wie gesagt, mit dem Chartbild vom Wochen, Stunden, 4 Stunden und Tageschart habe ich hier jetzt was eingezeichnet. Sobald er hier diese Linie auf Stundenbasis überschritten wird. Das ist hier etwa die 1258. Könnte sich einen kleinen Rücklauf erstmal geben, Pullback und dann Richtung 1288 anlaufen. So wäre jetzt hier erstmal das Chartbild von Gold zu nennen. Nochmal kurz zurück. Also hier für antizyklisch ist definitiv der Wochenchart geeignet. Bleibt über wichtigen Unterstützungslinien. Fibonacci würde hier erreicht mit Umkehrkerze. Tageschart sind auch antizyklisch erlaubt. Hier im 4-Stunden-Chart ist zu nennen, über 1250 zu bleiben. Und im Stundenchart Kaufsignal Stundenclose über 1285. Kommen wir zum Silber. Fangen wir auch im Wochenchart an. Es wurde auch schon letzte Woche natürlich thematisiert, genauso wie der wie beim Goldpreis. Hier kann man das Fibonacci noch rausnehmen. Ist nicht ganz so schön getroffen, die Unterstützungslinien, weil auch hier der EMA 200 woanders liegt. Also hier eher neutral, nichts wahnsinnig Prickelndes. Ein Tageschart, wenn ich jetzt hier auch. Aber das ist nicht nur eventuell ist, das dürfte nicht wirklich der Move sein. Eventuell ist hier irgendwas vielleicht zu Ende gegangen, also was Unterschießendes. Aber nimmt man jetzt hier trotzdem theoretisch diese Aufwärtsbewegung,
würde hier, wenn man sieht, auch exakten Fibonacci erreicht. Wenn man das hier so nimmt, gibt es hier knapp unter der 17 US-Dollar-Marke mit in Verbindung mit anderen Fibonacci-Retracements noch einen sehr, sehr wichtiger Auflagepunkt. Wird dieses unterschritten, dann, aber das ist im Prinzip auch dann fast genau das gleiche wie im Wochenchart, zwar nicht ganz genau, also wird das einfach auf Wochensicht verlassen, ist bei Silber definitiv was passiert, was nicht mehr bullisch ist. Oder nicht mehr in meinen Augen bullisch zu interpretieren. Des Weiteren hat sich hier eine andere Tageskerze ergeben. Nach dieser wurde ja nach einer deutlich bullischen Kerze gesucht im Tageschart. Jedes Mal darauf hingewiesen, dass das hier noch nichts ist. Das war natürlich keine. Hier ist es auch nicht hundertprozentig was. Das muss noch gekontert werden am Montag. Oder nicht gekontert, sondern bestätigt werden. Nichtsdestotrotz habe ich hier im 4-Stunden-Chart eine kleine Buy-Marke gefunden, 17,75, 4-Stunden-Close über dieser Marke, dürfte hier eine Aufwärtsbewegung auslösen in Richtung 18,30 oder 18,50. Im Stunden-Chart sieht die Lage so aus, dass hier doch im 17,55, wo er auch noch nachbörslich der Silberkurs von den Marktteilnehmern erreicht wurde, könnte es hier nochmal runtergehen Richtung 17,38, muss aber nicht. Es kann ja auch direkt, wie hier dann eingezeichnet, über dieser Marke direkt nach oben gehen. Hier dürfte eben noch eine Gegenwehr sein bei 17,70,75 und schlussendlich ist hier etwas eben auch 18,30 zu nennen. Was nicht ganz, jedenfalls nicht hundertprozentig ins Bild passt, sind hier die Gold- und Silberwerte allgemein, die Aktien. Nur im Schnelldurchlauf, eine Barrick Gold, die ist am ehesten exakt hier unten abgeprallt. Also positiv, die Ashanti ist jetzt hier erstmal nichts zu nennen, Großartiges, was wichtig wäre. Hier die Silver Wheaton exakt am EMA 200 gedreht. Fast exakt, aber nicht ganz so schön. Die Newmont Mining Group passt im Prinzip auch. Eine Majestic Silver, nichts, wo man sagen kann, da ist was Unterstützendes da im Moment. Und hier eine Pan America Silver hat sogar kein neues Tagestief am Freitag gemacht und konnte hier sie nach oben bewegen vor dem EMA 200. Also ein paar geben sicherlich Hoffnung, dass am Montag oder die nächste Woche positiv verläuft. Einen kompletten Freifahrtschein kann man nicht ausstellen, dass es steigende Kurse gibt. Aber wer das Video ein zweites Mal auch anschauen sollte, es gibt Indizien, fast genügend Indizien, dass es der Fall sein wird. Aber eine hundertprozentige Sicherheit sowieso nicht. Und deshalb auch nochmal der Hinweis, alles was jetzt hier vorgestellt worden ist, ist keine Anlageempfehlung und ist keine Aufforderung zu irgendwelchem Erwerb von Finanzprodukten oder sonstigen. Ist einfach nur ein Hinweisvideo, Analysevideo. Danke fürs Zuhören und bis Montag.